Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Medieval 2 Total War Eras Total Conquest Let's Play mit den, schauen wir gerade mal kurz, Bagdad, das ist die Hauptstadt, Buyid-Dynastie, genau. Bin, ja, einige Pause, nach einer großen Pause eigentlich, ja, wieder zurück, umso motivierender und, ja, angenehmer zum Wiederspielen. Es ist nämlich ziemlich schwer. Also die KI macht ziemlich viele Sachen, die wir einfach ein bisschen entgegenkommen müssen. Wie zum Beispiel einfach zwei gigantische Reiche hier. Die sollen mal Krieg machen und dann greifen wir auch an. Und wir greifen, glaube ich, die nördlichen hier an. Das ist, das ist die Stadt. Ist alles ein bisschen kompliziert, aber wahrscheinlich sehr realistisch. Also ich weiß es nicht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie die so realistisch umgesetzt wurden. Leider gibt es keine Tausender-Kampagne, da wäre Bistum Basel oder so sehr berühmt groß geworden gewesen. Dann sind ja noch die Habsburger gekommen, die gibt es wahrscheinlich dann. Und vor allem natürlich Spanien, England, Portugal. So, nach dem, die natürlich dann Kolonien gegründet haben und so, genau. So, hier ist England. Was ist das für ein rotes Gebiet hier oben? Geht ja nicht immer da. Kroatien, okay, die sind rot, aber haben eine blaue Flagge. Eigentlich haben sie eine rot-weiß-blaue Flagge, oder? So, so weiß-rot kaschiert und dann noch blau. Irgendwie? Genau weiß ich das nicht mehr. Also bitte in die Kommentare, ihr wisst mehr, besser Bescheid. Jo, da, ja genau. Nein, das ist Zart, ne? Doch, das ist Kroatien gewesen. Und die haben doch noch blau. Also die Türkos sind doch manchmal noch blau. Von den Fußballen. Jo, genau. Das dauert wieder ein bisschen, weil es ja auch riesig groß ist. Also, ich weiß nicht, wie viel mal größer das ist als die normale Medieval Map. Ich denke eineinhalb Mal, also einfach größere Regionen oder so noch. Also schon größer. Und wir sind wieder ein bisschen im Minus scheinbar. Jo, okay, zwei neue Familienmitglieder. Dann, ein bisschen bessere Werte. Jo, easy. Dann haben wir hier Smalsani Majid in Bagdad. Die haben ja auch religiöse Probleme gehabt, irgendwie. Ich muss alles wieder ein bisschen lernen, wo das ist. Da, genau da. Okay, gar nicht mehr so schlimm. Was ist Pagan? Das habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Kommt das vom Norden, von diesen Grünen hier? Okay. Also hier müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Also vielleicht noch ein bisschen mehr Beliebtheit, oder? Das ist nämlich hier dieses Squalador. Squalor. Das ist, glaube ich, die Korruption. Unruhe vielleicht? Nein, Unruhe ist das da. Ja. Okay, wir nehmen... Wir tun das jetzt auch machen. Und so langsam müssen wir wirklich hier auch nochmals ausbilden. Aber ja, gut. Bessere Kämpfe. Weil jetzt müssen wir wirklich, jetzt fängt es langsam an, dass die genervt sind. Okay, sie waren nicht so fest genervt, aber sie wollen einfach nicht. Gut, die Burg hat jetzt auch nicht mehr das Wichtigste zum Bauen. Ja, das ist der Bogner, der nicht eigentlich noch für... Ja, der andere ist ja upgraden zum... Also umwechseln zur Stadt. So, Kingdom of Duika hat gute Duika, Duklia, das wirklich die? Nein, das sind die Kippek. Ich weiß es nicht. Ach komm, ein bisschen müssen wir halt nachschlagen, sonst haben wir einfach so dieses verwirrt vor vielen Informationen. Ja, es ist wirklich sehr unübersichtlich. Also ich kann jetzt wirklich nicht sagen, welches Reich welches da. Ah, das sind einfach die Nachbarn, die Ägypter, okay. Wusste ich gar nicht direkt.
Also, wir haben eigentlich hier genug Mannen. Wir müssen einfach das wagen. Außer wir greifen die an und die helfen uns. Warte, sind die im Krieg? Sind die im Krieg? Wo ist jetzt das andere Reich? Also die sind natürlich im Krieg. Nicht mehr im Krieg mit denen? Okay. Also sie waren kurz und jetzt sind sie wieder verbündet oder was? Also neutral meine ich. Wo ist denn hier Empire Rome? Nein, sie sind nicht im Krieg. Also wir müssen noch warten. Ja. Ist nirgendwo. Okay. Wir müssen noch warten. Wir machen einfach mal das so, wir laufen jetzt einfach zu denen. Und versuchen mit denen jetzt Krieg zu machen. Vielleicht helfen die uns. Wir haben ja einen Diplomat hier. Ich bin kein Diplomat. Irgendwo. Ich bin nur ein da, nice Merchant. Genau, der ist ja wegen der Mission hier. Sehr wohl, wir haben keinen. Saida, hier haben wir einen Diplomat, okay. Jetzt gehen wir einfach mal. Ich kann mit denen nicht irgendwie. Denn unsere Verbündeten reden, hört der Sultan zu. Military Assets kostet halt. Also ich weiß nicht, was denn auch ausgegeben wird. Wenn ihr mehr verlangt hättet, hätten wir. Was haben wir jetzt gegeben? Es steht nicht. Ja, und jetzt? Ich habe jetzt einfach mal gemacht. Damit die nicht in den Krieg gehen oder so. So, und dann helfen wir denen? Wir können eigentlich da unten, aber wir greifen die Stadt an. Ich möchte eigentlich die Stadt. Nein, ich möchte die Stadt. Geht hier runter. So, ich nehme die Stadt ein vor denen. Oder helft denen wenigstens noch. Einfach ein bisschen taktisch ist. Okay. Ja, und ich weiß nicht, die Schlachten sind völlig inbalanciert. Ich habe mehrere Schlachten trainiert. Es ist der Wille des Sultans. Und ja, man kann einfach die Schlachten nicht gut machen, weil die gegnerischen Truppen immer zu stark sind. So, mit denen habe ich ja gesagt, gehe ich nach links. Ich muss nach links, weil ich hier irgendwie nicht etwas habe. Einen Imam habe ich hier. Ist das jetzt der Spion? Das ist gut. Niemand wird mich sehen oder hören. Darunter. Wie ihr wünscht. Wie heißt der Ungläubige? Hier ist wirklich niemand mehr? Nein, es ist wirklich niemand mehr. Wie der Sultan wünscht. Meine Augen sind die euren. Ich lebe. Und wir töten einfach mal den. Den hier. Fahrt mit euch, nein, das ist ja eben die andere, das sind die Grünen. Wir haben die Roten? Ich muss mal in die Stadt. Ja. Vieles weiß ich jetzt nicht mehr so direkt. Oder? Ich habe ja eine Pause gemacht, eine längere Pause. Wir haben die Sunny. Das heißt, das ist wahrscheinlich, ja, weil es goldene Monde sind, die die heute sagen, dass sie Islam sind. Und die Schia sind die in Ägypten und deshalb muss ich da auch schauen, oder? Dass die Grünen. Monde nicht machen. Es ist schon 50% hier. Obwohl ich ein Imab hier habe. Ich kann mit denen nichts machen. Eure Befehle, ich wollte mit denen einfach sagen, ja, gut, lieber für mich beten. Ich bin Diener, das genau. Okay, dann schauen wir mal. Hier haben wir noch irgendwo einen Diplomaten. Das war der doch da. Ihr wünscht? Okay, mit dem müssen wir mal hier runter. Na. Irgendwie einfach gucken, ob irgendwas ist. Hier ist wirklich nirgends. Heißt, das ist eine riesen Region, aber keine Stadt. Okay. Und sonst haben wir keinen mehr. Ich tue jetzt einfach mal nochmals ein Ding machen. Ein Speicherstand, falls wir das vergessen oder so. Können wir nochmal laden. Aber sonst, ja, es ist eben. Wieder reinzukommen ist immer so fatal schwer. jo. Ich habe manchmal dann einfach jo, so gut wie möglich weitergemacht oder halt ein neues Reich angefangen. Und das lohnt sich natürlich in einem Let's Play nicht, wenn ich auch das komplette Spiel durch, also komplette Mod durchspielen will. Und wenn wir halt failen, dann failen wir halt einfach einmal. Aber ich habe so viel Lust auf dieses Spiel, das ist unglaublich. Gut, der war bei der Hauptstadt, glaube ich, und jetzt ist er zurückgegangen. Ich habe ja dort noch einen gehabt, den ich nicht umbringen konnte oder so. Oder ich habe... Dort ist ein Ketzer. Okay. In Mosul. Das ist wahrscheinlich, weil sie ja das erobert haben und falsche Religion haben. Ist jetzt ein Ketzer entstanden. Der macht uns wahrscheinlich noch nichts. Der ist nämlich von unserer Religion vielleicht. Oder von den Türken, also von den Grünen.
Sind die Türken auch grün? Auf ich grün bin oder kein Diplomat, mein Freund. Nicht Türken, nicht grüne Farbe. Es steht halt nicht. Also, Saida, mein Verbündeter. Ich denke, sie sind auch golden. Zu Diensten. Gut. Und Diplomaten, das ist kein... Das sind alles nicht die Dinge. Das müssen wir noch mal kurz schauen. Da unten. Wie ihr wünscht. In der nächsten, sehr wohl, oder hier jetzt. 195. Ich muss einfach versuchen irgendwie. Ja, wir haben ja einen Speicher. 95. Der ins Armenhaus soll. Ja! Es war nicht eine Falle, weil meistens ist es eine Falle. 95% heißt ungefähr so. 75%, dass es schief geht. Okay, ein Upgrade von Aelia. Eine Stadt kann abgegradet werden. Das ist die gute Stadt. Deshalb tun wir... Also wir könnten hier einen Kessel machen auch. Kostet halt viel. Aber es lohnt sich überhaupt nicht, weil wir ja sonst hier... Also wir machen ja hier dann Handel, oder? Ist ja klar. Und ich gehe mal mit einem Imam rüber. Ich störe die auch, wenn die uns stören mit dem Ding. Warte, der andere ist gar nicht mehr da, der gegnerische Imam. Okay. Egal. Sani Mishit. Mishichit. Also hier brauchen wir Religion. Oh, ist die mächtig, die Grüne. Unglaublich. So. Assalamu alaikum. Ja, Assalamu alaikum, ja. Was machen wir vorwärts? Dankeschön. Dann haben wir genau die zwei Auszubildenden. Hier ja, ist ein Rebellenbrigand. Natürlich. Es ist der also, ich möchte gerne wissen, wo ist jetzt der Imam, der uns irgendwie belästigen möchte? Wie ihr wünscht. Er hat sich zurückgezogen. Das kleine Schweinchen. Wie ihr wünscht. Wie heißt der Ungläubige? Ich möchte mit ihm, der ist ja nicht so alt, aber ich möchte mit ihm schon noch ein bisschen trainieren. Ach komm, wieso ist hier kein Kaufmann? Wie der Sultan es wünscht. Wieso sind hier keine Kaufmänner mehr? Dass ich hier Kaufmänner hinpacken kann. Genau, immer positiv denken. So, also, Allianz Norwegen gegen Oströmer, okay. Ja, die Ägypter haben wieder ein bisschen ein Problem, schauen wir. Was? Die Oströmer haben jetzt gut gefunden, irgendwie etwas, eine Aktion oder so. Heftigst. Zu Diensten. 700! Zu bist Diensten. Du gut? Oh, du bist so mega gut. Bist du das? Hey, Zuschauer, bist du der Händler? Zeig mir mal deine Ideen. Was soll ich tun? Gut, ja, ist mir egal. Oh, wow. Blim. Okay. 200 und natürlich mehr Ansehen bei den Händlerkäden. Ja. Ja, das wurde eben gemacht mit dem anderen Händler. Und er hat noch eine Finanze bekommen. Ja, gut, also ich muss jetzt eigentlich richtig... Wie mein Sultan befiehlt. Ich gehe mal hier. Natürlich, Sultan. So. Hallo. Hey, was guckt ihr? Oh. Hier keinen. Haben wir irgendwo noch Zeug? Ich dachte, ich hätte noch mehr Assassinen. Ich muss unbedingt irgendwo noch eine Assassine machen. Jo. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen schwer, hä? Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal die Finanzen einfach hochschrauben soll. Nicht immer nur sehr billig in Städten aus haben. Andere spielen anders, also nicht auf Wachstum und auf Handel. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir wirklich Krieg machen müssen, müssen wir Geld verdienen.
Was ist der Wille des Sultans? Kann ich dir sonst nicht. Ich frage mal die, ob sie Krieg machen gegen Ostrom. Gibt es etwas, das ihr zu besprechen wünscht? Attack Faction wahrscheinlich direkt. Also Allianz mache ich mit denen sicher nicht. Gegen Ostrom. Das da. Ein wohlüberlegter Vorschlag. I accept blessing the living of mana home to my UTB. Oh, thanks you. Hä? Unsere Verhandlungen sind zu Ende. Heretic ist der Ketz. Stimmt, Heretic Kingdom ist unser ketzerisches Königreich. Das wollte ich mal wissen. Also, was ist jetzt los? Ich habe das nicht verstanden auf Englisch. Wo bist du? Dieses Reich. Da. Du hast akzeptiert, aber hast mir nichts gegeben. Ah, sie machen wahrscheinlich in der nächsten Runde. Saida, mächtiger Sultan. Ja, egal. Sonst ist es halt auch nicht so schlimm. Aber irgendwie, es scheint auch ein bisschen zu verbuggt zu sein. Ihr gebt ihnen ein Geschenk und sie lehnen ab. Oh, die French Cardinal. Die sind natürlich ganz anders aus. Ein Wachturm. Und genau, Antioch wurde ja mit dem Kreuz, also mit dem Dschihad. Jo, ich möchte gerne einfach mehr Assassinen haben. Ich kann dort nicht hin. Wie ihr wünscht, Sultan. Okay, hier muss ich mal, hier tue ich mal ein bisschen verstecken mich. Also so sagen, wenn ihr da durchgeht, dann sehe ich hoffentlich, aber habe ich die Runden nicht an? Alles, alle, Beating, Recruiting. Das war also das, ist das andere, wo man selber alles auswählen darf. So, und du bist ja auch wieder Piraten. Ich weiß nicht, ich hole mir mal einfach die Piraten immer weg. Ja, die kann ich jetzt nicht ausbilden. Was ist das? Immer wieder genau. Oder dass ich einfach die Piraten immer wieder wegmache. Sonst werden die entweder zu viel oder zu stark. Je Schiff. So, und dann haben wir noch, glaub nichts mehr. Also es war eine gute Runde. Ich glaube, ich tue irgendwie so. Ich sollte nicht zu viel Speicherstände machen, aber gut. Es ist einfach, ja, es kann immer alles fatal schlimm kommen und ich will lieber da mich wieder zurücksetzen, als wieder neu zu beginnen oder was. Oder? Können. Ja. Gut. Also, ich will gegen Irland, ich will Irland zu Freund haben, nicht Krieg machen. Ich will gegen Irland, ja, die Irlander sollen zu uns kommen. Ja. Also, die sollen ein bisschen Kreuzzug machen. Gegen unsere Feinde, ja, so. Aber Irland, ja, ich finde Irland wirklich ein tolles Reich. Habe ich auch öfters genutzt. Wales zwar wegen den Langbogenschützen mehr, aber Irland hat so coole, ja, wie sagt man denn, sind es Speer, ist es ein Speer, was sie nutzen, da die Gellerhuckleis? Ist ein Schwert, also ist ein Langschwert. Und natürlich die Armbrustschützen, glaube ich. So, was wird jetzt gemacht? Seid gegrüßt. Oh, unsere ja, der Völker Papst. Haben etwas. Ich glaube, der Papst ermordet uns. Bis zum nächsten er versucht uns. Er versucht uns in den Katholismus reinzuwirken. Nein, lieber nicht. Das sind lustige Sachen. Wie wäre es, wenn einfach alles Islam und plötzlich. Ja. Wenn es nur eine gigantische Religion gäbe. Wie wäre das so? Ich werde keine einfach alle abwerben. Wie der Sultan ist? Es ist der Wille des Sultans. Hallo, wo seid ihr? Spuren hinterlassen, Sultan. Ich gehe mal zu den. Genau, jetzt sind sie rot. Sie
Weil wir das letzte Mal wahrscheinlich einfach die Franzosen hier gesehen haben. Ich könnte sie ja... Die helfen uns. Also sie... Ich will ja einfach, dass die Reiche mit ihnen beschäftigt, also mit anderen beschäftigt sind. Wir haben noch nicht so große Chance. Wir sind eigentlich ziemlich arm drauf. Lieber arm an, als arm an. Inshallah. Ich werde meine Reise morgen früh fortsetzen. Okay, es war... Es ist ein... Okay, es hat irgendwie einfach einen Kö gegeben, also eine Übereinstimmung. Mhm. So, also hier haben wir auch... Okay, dann können wir aber jetzt irgendwie Baustoff oder so. Wieso ist das rot? Hm. Irgendwie die Bauherren haben keine Lust. So, also, dann... Jetzt ist er wieder da! Weißt du, jetzt ist er wieder da, wenn wir weg sind. Ich kill den jetzt. Gib mir ein Ziel und ich bringe ihm den Tod. So, jetzt kill ich. Ich lebe, meine Augen sind die eure. Diese Arme. Heute ist die Reise zu Ende. Ich hab's geschafft. Also, der Kö ist so eine Übereinstimmung. So lernt man Englisch. Ich bin schon sehr gut. Also meine Freunde haben mir immer wieder geholfen. Vor allem wirklich international. Argentinien, Uganda, Chinesen. So Leute. Also Kongo-Chinesen, nein. Südchinesen. Die sind noch nett. Also China ist ja so ein Land, das richtig wenig gönnt den Bürgern. Und die Südlichen, die gönnen noch alles. Wie mein Sultan befiehlt. Also machen wir Krieg. Wir stellen uns ihnen ehrenvoll. Das ist sicher irgendwie wird das. Nö! Wir haben keine Verbündeten. Ich habe einfach Krieg jetzt gemacht. Jetzt ist fertig. Jetzt zerstören wir Ostra. Alle zusammen. Auf einen. Jetzt wird sicher im nächsten, in der nächsten Runde so stehen. Ja, sie freuen sich so mega. Also, wir wollen nochmals mehr Soldaten ausbilden. Hey, ich hätte gedacht, ich hätte echt Probleme im nächsten Part, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Also so lange ist es ja, weiß ich, nicht mal einen Monat her, aber ihr wisst schon. Also hier haben wir auch noch keine Schiffe mehr zu machen. Mit denen kehren wir einfach wieder zurück, weil hier nichts los ist. Und da oben ist ja noch der Diplomat. Da kann man nichts machen hier. Saida, mächtiger Sultan. Wieso kann ich mit ihm? Hä? Ich muss irgendwo hier hin. Ich kann dort nicht hin. Nahm. Wieso kann ich mit ihm nicht reden? Oh. Wie ihr wünscht, Sultan. Ja, gut. Wir gehen einfach hier hin. Ah nein, wir haben ja hier eins. Wollt ihr? Ja, mein Meister. So. Wir warten darauf, dass ihr uns eine Nachricht zukommen lasst, Sadiq. Ihr bietet nichts an, das unser Volk braucht, Sadiq. Wieso tut ihr dann nicht mit uns Allianz machen? Ich habe schon gesehen, dass es schief geht, aber ich wollte es versuchen. Dann gehen wir mit dem hier runter und helfen denen. Also reden wir mit denen. Euch sollte man für euren Recht. Was ist der Wille des Sultans? Ich kann dort nicht hin. Und die werden hier die Stadt verlieren. Ich glaube, es ist immer so, wenn du zu nah an einem anderen Reich bist, dann wollen sie nichts, dann wollen sie nicht helfen. Weil sie wollen euch eigentlich tot sehen. So, ja. Und deshalb müssen wir auch frech sein. Okay, ich habe nichts vergessen. Ich habe nichts vergessen, ich hab's gegessen. Ja, das Heilige Römische Reich, das wird auch cool sein. Wenn ich das mal spiele, dann BAM! Fertig. Vielleicht hat es mehr Schwierigkeiten am Anfang. Okay, das sind blaue gewesen. Ah, das sind wahrscheinlich vom Kreuzzug.
Verstehe ich jetzt nicht. Sind sie einfach so blaue gewesen, vielleicht Franzosen? Ah, Ding ist doch gekommen, Schweden. Das sind Schweden gewesen. Ich weiß es nicht. Hallo, seid ihr erfahren? Dürft mir gerne helfen. Gut, also weiter geht's. Zuerst einmal eine neue Mission, okay, danke. Ich brauche das Geld, aber ich bekomme kein Geld. Oh. Okay, Florins, doch, ich bekomme Geld. So, wieder ein Merchant. Zu Diensten. Welchen Ungetreuen soll ich von seinen Münzen trennen? Wir setzen dem Handel der Ungläubigen ein Ende. Wir werden alle sterben. So, wir haben es geschafft. 92, danke. Aber uns, die Dinge wird immer besser. Die Freundschaft zwischen der Händlergilde und unserem Glück. So, also, ich möchte gerne mit dem noch mal kurz hier runter schauen. Das ist ein Ägypter. Okay, dort ist wieder ein Merchant, da gehe ich dann hin. Das sind auch Ägypter. Und hier sind die. Hä, das ist auch Ägypter. Nein. Okay, es sind doch die Franzosen. Gut, dann schauen wir mal hier hoch, ob da irgendwo Franzosen sind. So, und jetzt ist dann Schihad gegen. Ja, aber ich verstehe nicht. Schihad. Muslims. Was ist, wenn ich den Dschihad jetzt abbreche, sozusagen? Ist nicht dein Ernst Türken? Was? Ich glaube, das sind die Türken. Was wollt ihr? Das ist meine Stadt. Wenn ihr mich dann angreift, nur weil ich die Stadt schon besitze? Ja, das wird der einfachste Dschihad, den es gibt. Dank mir. Seite. Wie mein Sultan. Izmir. Egal. Der schnellste Dschihad der Welt. Alhamdulillah. Oh Gott, wir werden sterben. Das Wort des Propheten. Ich habe das jetzt gemacht, damit nicht so viele Leute sterben. Moral, cool. Dankeschön. Ja, und die machen natürlich auch alles. Der hat gleich zweimal die Ritterlichkeit oder so. So. Also, ich glaube, in der Stadt ist langsam, also in der Hauptstadt ist langsam einfach nicht mehr so Wichtiges. Ja, doch. Ich muss es irgendwie. Es gibt nicht zwei Merchants. Es nützt sich nur. Ja. Es nützt noch nichts. Ja, weil es einfach kurz ist. So, der Auszubildende hat geblockt. So, wir gehen mit ihm. Der ist 13. Wir gehen mit dem 13-Jährigen. Hä? What the fuck? Wie lautet der Wille des Sultans? Wie kann ich dienen, Sultan? Wir gehen mit dem Sultan. 13-Jährigen. Wie kann ich dienen, Sultan? Mal zur Stadt. Yalla. Kaba. Für heute ist Kamela. Kamela Anderson. So, ein Krieger ist hier. Das ist der hier. Nein, das ist der andere. Ah, der hat jetzt einfach. Okay, wir brauchen den Kaufmann. Der hat einfach das verdient in der Schlacht. Ja, genau, Axtkämpfer, yes! Wir sind schon bei den Axtkämpfern. Cool. Nächste Stadt wäre dann. Wieso geht die Security weg? Die Sicherheit. Zu Diensten. Mit dem habe ich ja das schon gemacht. Jetzt kommt aber das mit dem. Ding, mit dem Umbringen. Gibt's hier einen Imam? Ja. Wie heißt der? Ah, das ist er! Er kommt zu mir! Dafür ist aber hier auch noch. Nein, das ist ein Diplomat. Ich muss ihn bringen! Ich muss mal speichern.
Oh, ich habe das gespeichert mit dem... Okay, wird wahrscheinlich nichts passieren in der ersten Runde. Die sind ja auf meiner Seite. Was wollen die mich? Mich wieder aus der Stadt hetzen? Das sind Ketzer. Die greifen an mit so wenigen. Es selbst. Was ist das für ein Spiel gerade? Das ist so lustig. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Damit er mich nicht sieht oder so. Meine Augen sind die Eulen. Wie ihr wünscht. Er wurde gefunden. Hä? Was hat das jetzt mit dem zu... Wie hat er mich gefunden? Also der hat gesehen, wie ich den umgebracht habe. Der war da unten. Hä? Also das verstehe ich jetzt gar nicht. Aber ist mir egal, ich habe die besten Assassinen. Ich mache weiter. Okay, dann möchte ich genau kurz mal schauen. Haben die sich jetzt zurück... Ja, die sind jetzt hier oben. Okay, die greifen hier oben an. Dann mache ich doch mal hier... Was wünscht ihr von uns? Ich will die Map-Information. In Ordnung. Ihr verlangt nicht solche weisen Worte. Ja, wow. Sind uns immer willkommen, Ma Salama. Ihr wünscht... Bringt ja viel. Das haben die Gegner... Also die Türken jetzt etwas davon gekriegt wahrscheinlich. Das ist wirklich die Stadt noch? Ich habe gar nicht gewusst, dass sie nur noch eine Stadt haben. Okay, wir haben nachgeschlagen letztes Mal, stimmt. Aber eben. Ja. Haben wir hier nicht irgendwo einen Imam? Irgendwo einen Imam? Nur der da? Hier oben nix. Nicht unseren Priester. Ja, ich wollte eigentlich für die den Imam entfernen, aber das bringt ja nichts. Jo. So wie es in der nächsten Folge weitergeht, das erfahrt ihr dann. Ja, in der nächsten Folge, wenn ihr einschaltet. Sonst nicht. Und ja, ich bedanke mich riesig fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch genug Spaß gemacht. Sonst einfach sagen, was ich noch verbessern kann. Jo. Und diese kleine Stadt hier... Ich mache mal einfach einen Thumbnail, aber ich werde es wahrscheinlich nicht nutzen. So. Weil, ja, ist natürlich nur billig. Eine winzige Stadt. Aber so, ich sehe, wie ich vorbeigegangen bin, sind doch die Städte schon recht groß. Und unsere ist ja eigentlich auch komplett groß, oder? Wo steht das? Population. 51! Bei 25 oder so wird sie bei 24 wird sie geupgradet. Wir haben gleich doppelt. Mehr als doppelt so viel. Okay, freut mich. Und ja, ich werde bis zum nächsten Part mal schauen, ob irgendwelche alte Leute herumlaufen, die ich, ein bisschen helfen kann. Also, dass ich die ersetzen kann oder so schnell wie möglich. Weil sie sterben natürlich erst. Und hier dürfen wir einfach nicht vergessen. Ja. Wow. Aus den Schatten heraus werde ich alles beobachten. Das könnte immer ein bisschen schwieriger sein. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Gut. Tschüss zusammen.